Hallihallöchen und herzlich willkommen bei GTA Online. Wir spielen heute wieder mit dem Slinferno, mit dem Storm und mit dem Gamers Point Pascal. Ja, leg mal los, irgendeine Mission parken am Flughafen. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich würde sagen Flughafen. Ja, irgendwas und parken. Ja, klingt so. Wir parken am Flughafen, das ist unser Channel. Oder wir parken einen Flughafen. Ach, wir sind wieder zwei Teams und ich bin wieder mit dem Rüttelkopf in einem Team. Das ist doch wunderbar, wir sind Angreifer. Das klingt gut. Ja, mal gucken, was die aufgeschreckten Hühnchen heute so machen. Eier legen. Genau. Denn Ostern ist ja auch bald wieder soweit. Ja, Teams kann man halt nicht auseinanderbringen, ne? Oder wie war das? Never change a winning team. Ach, ist das hier wieder hier... So, was müssen wir denn machen? Zerstöre die Sportwagen. Sportwagen. Komm, steig ein. Ach, und die müssen wahrscheinlich rausschießen. Und die müssen wahrscheinlich verhindern, dass wir die Sportwagen. Ja, genau. Was? Wir müssen verhindern, ja? Ja. Unglaublich. Hast du eigentlich noch Granaten, Konrad? Ach, du hast immer so tolle Ideen. Ich fahr mal. Hast du eine neue? Konrad, nicht. Bleib mal stehen. Du kannst doch Granaten aus dem Auto werfen. Nee, nee, ich vergesse die dann wieder loszulassen. Das kennen wir ja schon. Das ist natürlich scheiße. Wo sind denn hier Sportwagen? In dem Parkhaus wahrscheinlich. In der Halle drin oder was? Aber euch sehe ich gar nicht auf dem Radar, kann das sein? Ja, wir euch auch nicht. Ja, ich sehe euch auch nicht auf dem Radar. Außer meinen eigenen Teamkameraden. Ich sehe gerade gar nichts, wirklich. Ja. Da sind sie, oben in der Kurve. Okay. Hast du mal so gesehen? Ja, habe ich errochen. Okay. Jetzt fahren sie wieder auf der Straße. Da sind sie. Beine. Ja toll, wie soll ich den von hier abknallen? Wie ruhig die sind. Ja, ist alles Taktik. Konrad, machst du schon die Autos kaputt? Ja. Das ist gut. Da sind sie. Das ist ja klar, ich komme hier gar nicht rüber. Ach, ich dachte schon, oben steht einer, was war noch eine Antenne. So, hier riecht es immer mehr nach Fisch, irgendeiner ist hier. Wahrscheinlich hast du nicht deinen Slip gewechselt. Doch, den hab ich gewechselt, keine Sorge. Hat einer die Slip-Entfernung vergessen? Nee, auch nicht. Wo seid ihr? Ja, gleich könnte ich euch fragen. Das ganze Parkhaus ist so dunkel, ne? Hab da so eine Idee. So, hätten wir Bastardo Nummer 1. Welches Geschoss warst du, Konrad? Was für ein Ding? Welches Parkdeck? Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube im zweiten. Und da ist der letzte. Was sie? Pass auf, der ist unten, komm runter, der ist auf 2. Okay. Ach, ich spawn neu. Ah, der Konrad ist auch neu gespawnt, wunderbar. Natürlich. Echt? Ach so, wir müssen quasi erstmal die Zeit ab. Das geht auf Zeit, ja. Ah, wie assi. Das ist ja mies, ey. Oh, habt ihr jetzt gedacht, mit uns einmal killen ist erledigt, oder was? Ja, das war der Plan. Ihr Lutscher. Ja, der Drops ist noch nicht gelutscht. Hä? Spawnt ihr denn in der Nähe wieder? Also jetzt nicht als Tipp, sondern einfach nur... Direkt im Parkhaus spawnen wir eigentlich. Ja toll, dann bringt's doch vor, euch zu töten. Immer direkt neben den Sportwagen spawnen. Da ist einer. Da ist der Slin. Der Slip Inferno. Ach, scheiße. Supi. Kümmerst du dich hier ein bisschen um Schutz, Konrad? Kümmere ich mich um den Sportwagen. Ich will mich aber auch um den Sportwagen kümmern. Ich kümmere mich um euch. Das ist der Plan.
Wenn ich der Wagen geht nicht kaputt. Hast du eine Granate für mich übrig? Die sind aber so teuer. Krieg den Wagen nicht kaputt. Ja, da muss man schon ziemlich lange draufballern irgendwie. Echt? Voll asozial. Meine. Lauf! Ja, ich lauf! Oh, jawoll! Oh. Sehr schön. Ach, ich dachte die ganze Zeit, das wäre Konrad, ist hier so eine lila Lichtreklame vom Weiten. Und ich denke die ganze Zeit, warum fällt der Spann? Als Maul da hinten. Ja, den nächsten habe ich auch. Alter, wo warst du schon wieder? Von hinten kam er. Ja, der kommt immer von hinten. Er schießt auf eine Leuchtreklame. Ja, ich hab nur was Niederes gesehen. Du hast jetzt deinen Homo-Anzug an. Und ich guck dann nur aus der Seite und seh dann deinen Homo-Stoff. Papa, Papa. Maul, und das wurde so ein Ei. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich laufe komplett in die falsche Richtung. Ja, das war der Plan. Ja, das gehört ihr alles Schweine dazu. Ich hab bei Facebook angeschrieben. Facebook, lass mich in Ruhe! Oh, das ist toll. Soll ich dir auch mal schreiben auf Facebook? Das mache ich so nebenher. Ey, wie hast du mich erwischt? Das ist aber der selbe Zeug von sich, der vorhin vor mir auf die Füße lag. Ja, das war... Ja. Alter, was ist? Der läuft da mit einer Flinte, glaube ich, von Tanda. Nee, also ich, das war jetzt gerade ein 1-zu-1-Duell, aber ich habe den Kürzer gezogen. Ich bin zu schwach. Ah, das Slip Inferno kommt. Warst du ein ekelhaftes Lachen, ey. Lachst du, als würdest du Batman umbringen wollen. Alter! Konrad, komm, der kommt, der muss um die Ecke und pulverisiert. Zack. Was ist das geil? Hilfe. Recht weit oben, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, ich komme hier gerade nicht mal so runter. Sollte vielleicht mal den Pfeilen folgen, wo Exit steht. Wie viel haben wir noch? 3 Minuten für die Autos, Konrad. Puh. Jojo. Wo seid ihr? Hier. Wo ist hier? Hier, hinter dir. Ah, die Pumpgun lädt nicht genug nach. Die Pumpgun lädt nicht genug nach. Das ist auch mal eine Aussage. Ja, die ist total langsam beim Nachladen. Konrad, ich hätte dich beide erwischt. Ja, aber ich hab dich erwischt. Wo ist der? Nein! Ja, das geht aber auch nur von dem Levelunterschied jetzt hier. Der Konrad! Wie die Hühner wieder. Wenn der Konrad nicht schwer wäre, das kein Problem. Ach, Schnauze, Junge. Ich zeig dir gleich, wo der Konrad ist. Zeig dir gleich meinen Konrad, du. Dann will auch keiner sehen, das Mini-Mini-Ding. Ach, schön, hier liegen Granaten. Ja. Praktisch. Ja, aber schieß uns mal ruhig ab. So schafft ihr denn eure Missionen wenigstens nicht. Ist doch hier irgendwo der Pisser. Ich riech ihn Wer? Doch förmlich. Wer? Ja, irgendein Pisser. Könnt ihr aussuchen, wer von euch beiden das ist. Wer? Alter. Du bist gerade so voll an mir vorbeigelaufen. Du aber ich? Du bei mir aber auch. Und ich ja, aber ich hab die Chance genutzt. Ja, das ist, weil ich ein Kacknoob bin. Boah, Konrad, wir müssen noch 2 Autos kaputt machen. Ich bin kein Shooter. Komm, die sind oben. Die müssen noch. Alter, was schießt da schon wieder auf mich? Hilfe! Doch nicht wahr. War es wieder der Konrad?
Ja. Nur der Konrad! Dieser dämliche Konrad! Lauf ihm jetzt einfach in die Arme, ist mir jetzt egal! Stirb, Konrad! Ich hab mich selbst gekillt! Ja, schön! Jawohl! Bevor du mich killst, mach ich das lieber selber! Komm, noch 5 Sekunden! Das ist nur ein Sportwagen! Einer? Wo ist der denn? Sag ich dir doch nicht! Ist in meiner Hose, ganz tief! Kannst du mal reinpacken! Ach, der Spritzerflitzer oder was? Ja, genau! Der ist klein und dünn, kommt aber schnell. Boah. Das klein Pascal richtig, macht das klein Auto und richtig kaputt. Großer, wa? Ey, beschütze das scheiß Auto! Ja! Yeah. Nein! Ich kann an der falschen Seite! Ach, halt's Maul, ey. Aber Mäh. Zumindest bin ich Rang 5 geworden. Ach, ist das Leben scheiße. Och, mir gefällt's. Ja, das ist schon auch super hier, Jungs. Erstmal gefällt mir. Vor allem kriegt das Kohle. Wollt ihr nicht mehr mit uns spielen? Mir ist das eigentlich egal. Solange ihr mich am Arsch leckt, alles ist sehr gut. Sollen wir was anderes machen? GTA Trecker des Todes. Das ist ja, gut, das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt. Ich auch nicht, aber klingt lustig. Ja, Trecker und Tote hatte das mich schon. Trecker des Todes. Yeah, was, oder? Auf du. Deathmatch. Ah, da verlieren wir doch schon wieder. Jetzt sei doch nicht so pessimistisch. Eben, sei doch mal optimistisch. Ja, wir gewinnen, wir machen euch jetzt fertig! War das optimistisch genug? Hast du das gehört? Nee. Nee. Da war so ein Papa. Als Maul, Junge! Der scheint dich damit aber zu kriegen, wa? Ach, es geht, es geht. Mich lässt aber der kalt. Ach. Ich weiß ja, wie der Konrad das meint. Der kommt gleich bei mir ins Bett, kuschelt sich an mich und entschuldigt er sich wieder. Dann hat sich das eigentlich auch. Gibt's eine Runde Versöhnungsex? Ja, genau. Aber darf ich halt mal oben liegen? Nee, du bist so schwer. Ja, aber du bist mir du mir zu grob. Grob ist doch schön. Du hast mal gesagt, du magst das, wenn ich dir mit dem Finger hinten an der Po-Ritze rumpopel. Ja, aber du drückst dann zu sehr. Boah, jetzt wird's aber eklig. Pascal ist still und genießt. Ja, er ist ein Genießer. Ja. Er ist ein Genießer. Boah, das Niveau sinkt im Keller. Wir spielen einfach schon zu lange. Was müssen wir denn machen? Ich hab's gar nicht gelesen. Ach, Capture. Da müssen wir die Taschen vom Gegner immer klauen und in unsere Basis bringen. Ah, okay. Und wieso stehen hier... Wo müssen wir hin? Ihr müsst in unsere Basis unsere Taschen klauen und in eure Basis zurückbringen. Ach Mann, warum müssen wir immer die Dummen sein, die... Ja, nee, wir müssen das ja auch bei euch. Alter, ich hab voll Überschlag gemacht. Das kennen wir ja ein bisschen schon, ne, Konrad? Ja, wir hatten das schon mal. Ach, ja. Oh! Ich hab voll auf den Wing gekickt. Ja, ich hab jetzt nicht mehr meinen Helm auf hier. Sind hier irgendwo Ersatz? Sind hier irgendwo Ersatzdinger? Kannst du so einen Mähdrescher fahren? Ja, mir ist das Quad anhanden gekommen. Ich bin durch die Luft geflogen und mein Quad war weg. Ach, da ist es. Ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist, aber es steht hier. Ah ne, es ist ein Ersatzquad. Boah, die andere Basis ist ganz schön weit weg, ne? Ist das so? Ja. Alter! Ah! Ich hab mich gerade erhangen. Oder erhangen? Er spießt. Ja, wenn es erhangen gibt, muss auch erspießt geben. Oder haben auch Gespießte keine Rechte in diesem Land? Nein. Was heißt das? Ich bin den Baum hochgefahren, so eine Scheiße. Den Baum hochgefahren? Ja. Yeah. Was macht ihr? Dale, fahr den doch Platz! Geh uns seine Sippschaft! Oh, Scheiße! Voll abgerollt, sich, dann schießt er mir noch nieder. Hä, hier ist doch gar keine Tasche. Passiert. Ja, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Ich hab keinen Plan. Fahr einfach mit Feldmaster.
Den was? Ah, der ist hier bei mir. Ach, wir müssen den wir müssen um den Trecker kämpfen und den heimbringen. Richtig. Ach, der. Ach! Der Trecker des Todes. Jetzt ergibt es so. Hilf mir mal, Konrad. Da habe ich wieder so einen komischen bei mir in der Nähe. Der haut ab, der haut ab, der haut ab. Ich mach grad einen Purzelbaum. Ja, mach du mal. Lass dir Zeit. Ich bin in irgendeinem Graben. So, dann nehme ich in Ruhe, das ist alles in Ordnung. Lalalalalala, der Storm, der liegt im Dreck. Ja, dann steh auf! Das war Dreck, Granate, war was drin ist. Hey, wir haben den Trecker. Ja, natürlich. Ich sag doch, gib mir doch Deckung. Ja, ich geb dir Deckung. Jetzt komm ich! Oh, na klasse. Kann man mal sagen, warum man hier immer auf die Schnauze fällt? Alter! Boah, Konrad, guck mal dich mal oben. Ja, ich hab, ihn vom Quad gebumst. Das ist ein Witzer. Was ist los schnell, mit dir? Ist alles gut. Ich schieb dich mal an, dann sind wir schneller. Ja, das ist eine coole Idee. Komm hier ins Häuschen. Ins Häuschen? Wo ist das Häuschen? Au, oh, ins Häuschen. Bist du hier eingeladen? Ach. So, ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ne, hilf weiter. Dem, stiehl den Fieldmaster, hä? Ach, den nächsten. Ach. Ach. Dom, wo bist du? Ihr habt noch eine Chance. Der liegt immer noch im Dreck, glaube ich. Na, ich bin doch hier, ich bin hier auf dem Weg. Auf was für den Weg? Auf dem Weg zu dir. Ja, das ist gut, das ist auf sehr dem gut. Holzweg. Ja, das glaube ich nämlich gerade auch. Nein, ich bin durch Holz gefahren. Oh, ich hänge im Dreck fest. Mann, guck mal, wir haben jetzt ein von 1, 2, 3, 4, 5 Stück müssen wir insgesamt sammeln. Okay, kein Problem. Ah, der hat hier genau gestanden und ich hab ihn gar nicht gesehen. Ja, das war ja so ein Trecker kann man schon mal übersehen. Ja, das geht schnell. Den Trecker meine ich gar nicht. Der war direkt an unseren Spawnpunkten. Wie kann man unseren Trecker eigentlich auch still nennen, ne? Ich denke den haben wir jetzt. Ah ja. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, die haben gleich einen. Die Kackbratzen. Die alten Jungs. Verdammt, ey, ich komme mit der Drehung nicht so rum. Och, Junge! Konrad, hast du den? Ne. Kann man euer Trecker nicht mehr stehlen? Nee, doch. Ja? Ja, ja. Ich habe zweimal versucht, da eine Tür aufzuracken, aber... Nein, nicht. Hör nicht auf die, das geht nicht. Doch, stiehl ihn ruhig. Oh, fuck. Du musst ihr seid so eine Arschlöcher. Du musst nur lang genug auf Dreieck drücken. Ja. Der Konrad ist schon so ein Ganove. Dann würde das ja nie aufhören. Vor allem nicht bei unseren Methoden. Boah! Tot bist du, schalalalala. Hey, Hut ab! Wirklich, Hut ab! Ja. Da kam mir beim Vorbeifahren nur eine Packung Blei in die Fresse, also Hut ab ohne nee, Scheiß. Du bist ja wie ein aufgeschrecktes Huhn voll ins Blei reingefahren. Ach, das war das. Ich wunderte mich schon, warum mein Charakter das Gesicht so in deine Richtung hält. Aber das ergibt natürlich Sinn. Oh, da kommt jetzt einer. Natürlich. Ah! Das war doch, das läuft doch am Schnürchen. Da ist der Konrad, da ist der Konrad! Nein! Gib mir Deckung, auf, der Konrad! Gib Deckung. Ja, ich versuch's, aber bei Konrad ist nicht zu spaßen. Oh Mann! Der ist wie die Stasi, nur der fackelt nicht so lang. Sehr schön. Hey, die sehr führen schön. Gleich. Die führen nein, gleich. Nein, wir führen haben jetzt. Haben wir schon Trecker? Wir haben schon zwei. Wieso das denn? Ja, weil wir da hingegangen sind, eingestiegen und dahin gefahren. Also jetzt nur eine grobe Schätzung, es könnte aber was anderes passiert sein. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Für dich machen sie sich heute mein... Scheiße! Hau ab! Da hat mir einer nicht besser gesagt. Sagt, das war ich natürlich. Natürlich! Wer sollte es auch sonst sein? Der konnte lalalalalala, der Storm, der liegt im Dreck. Jetzt komm auf den scheiß Dreck raus! So, Konrad, jetzt deabonniere ich dich wieder. Ey, ist das! Ich fahr noch vorbei und denke, was macht der Trottel da? Da schießt er mir in den Rücken.
Macht aber, noch der... Das macht aber eindeutig das Level von den beiden. Ja, ist echt so. Ja, ja, ja. Ich kenne GTA auch ein bisschen. Ich nicht. Der hat mir ja damals den meisten geholfen. Konrad, du bist ein Arsch, ey. Du kämpfst da umher und wartest, bis wir wieder spawnen. Der macht ja gut. Das macht da scheiße. Mach mal weiter, Konrad. Ich bin ja, ja. Ein Trecker. Mann, nein! Macht auch gerade richtig Spaß. Das ist wie Moorhuhn. Das ist mies. Das ist kein Fairplay. Scheiß auf Fairplay. So, ich bin ihm entkommen. Der Hüte des Konrads. Scheiße! Wie er gegen Baum fährt, weil er sich so freut. Ja. Ach, jetzt schießt er auch noch auf mich. Wie süß. Ah, ja, oh, guck mal, ich habe mich gut hingelegt. Aber solange der Pascal in der Zeit den Trecker in Ruhe holen kann, während ihr das Spiel. Das ist. Sollte mal die Waffe wechseln. Oh, das ist Konrad, Joel. Das ist ein Konrad weniger. Nein! Ihr Schweine! Storm vs. Konrad, 1 zu 6. Yeah! Hat der dich gekillt? Willst du mich verarschen? Ich hieß natürlich auf dich. Hat er mich gekillt. Das ist ein Arsch, ey. Voll der Abstauber. Ja, das kann er gut, das Storm. Ja, Nils schießt 10 Minuten lang auf mich. Gebracht hat's nicht viel. Nee, nicht wirklich. Aber komm, dir ging es schon emotional nicht mehr so gut, das musst du ganz ehrlich sagen. Ja, ich war schon... Ja, ja, ich hab also schon 10 Schüsse habe ich schon gebraucht. Du hast bestimmt mal so geschnauft, so mal so. Ja, ich war mal... Richtig. Ja, das ist... Hab ich doch was erreicht. Ich habe mich schon geärgert. Ja, das war mein Plan. Boah, der Konrad liegt ohne rot zu werden. Alter, da schießt irgendeiner. Irgendwo ist der. Irgendwo ist der Konrad. Hast du den? Irgendwo ist das Arschloch wieder. Ist der zu Fuß unterwegs? Du Konrad, nein! Du fährst direkt an mir vorbei. Bist du zu Fuß unterwegs? Ey, Scheiße! Alter. Ey Leute, wir haben nur noch 40 Sekunden, wir haben nur noch 40 Sekunden. Es steht jetzt 3-3. Ich hab's mit beiden aufnehmen müssen. Hol den Storm, hol schnell, Storm, hol schnell den Traktor, scheiß drauf, wir haben noch ein paar Sekunden. Schau mal, wie ja, so was soll ich denn machen, wenn beide mir gegenüberstehen? Beide anspucken. Ja. Brollen ja. Alle nur. Konrad, ich spuck dich an. Dich auch, okay. Pascal. Okay. Ist ja ekelhaft. Ja. Da wisst ihr Bescheid, also, ne? Egal, wir haben nicht verloren. Es ist ein Sieg auf voller Basis, wir haben nicht verloren. Au, oh, da fällt mich auch noch übel. Oder gibt es jetzt was wie eine Verlängerung? Weiß ich nicht. Nee, es ist aus. Juhu! Wir sind Gewinner, weil wir den letzten Traktor haben. Weil wir im Traktor saßen. Oh, ihr seid doch Arschlöcher. Guck mal, da hat er richtig auf den Sieg gehofft, der Kleine. Ja, richtig auf den Sieg gehofft. Ich hab hier schon ein Ritual, ich hab hier Kerzen angezündet, ich hab schon für Cthulhu gebetet. Alles aber das gab gebracht. Richtig fett Kohle hier, alter Schwede. Ja, haben wir auch. So, das war's auch schon wieder von unserer Folge. Ich hoffe, schön. Es hat euch mindestens genauso Spaß gemacht wie uns und ja, schaltet wieder ein. Ja. Tschüss. Ach, haben wir jetzt noch eine, oder? Doch, ja, ich bin gerade richtig in Laune. Geil. Ja. Aber darf ich vorher erstmal eine rauchen gehen? Ja, gönn dir. Ja, im Moment. Aber die Zeit läuft. Was?